Bodos fantastische Welt. Teil 4. Herzwärme. Alles ging so schnell, dass Bodo sich noch nicht einmal vom Wassermann hätte verabschieden können. Wer war denn dieser Wassermann? Überlegte Bodo. Doch die Gedankengänge überschlugen sich. Er war von allen Eindrücken noch immer benommen und er versuchte, sie jetzt langsam einzuordnen. Aber es gelang nicht. Schließlich war er an einem ihm fremden Ort. Und die Beförderung dahin konnte man mit einem rationalen Denken nicht begreifen. Wo bin ich? Fragte er sich. Was ist passiert? Träume ich? Bodo hatte so etwas noch nie erlebt. Irgendwas ist da mit ihm passiert und er hatte keine Antwort darauf. Ich träume doch nicht. Das kann gar nicht sein. Ich fühle doch, dass das alles hier so real ist. Er betrachtete die Wiese. Es roch hier sehr angenehm und überall schien die Sonne. Er merkte, dass sich auf seiner Haut die Sonne breit gemacht hatte und ihn mit einer Wärme überschüttete, die er gar nicht kannte. Er drehte sich nach allen Seiten und fühlte sich frei. Es war alles einfach nicht zu begreifen, aber irgendwie wunderschön. Durch die Lüfte flog jetzt ein Vogelschwarm und Bodo erkannte, dass es aus Papier gebastelte Glückskraniche waren. Bodo überlegte, was er über die Origami-Kraniche noch wusste. Er hatte gehört, dass sie ein Symbol des Friedens waren. Dann hatte er mal von einer Aktion gelesen, bei der Kinder aus Nairobi jene Origami-Figuren gebastelt haben, um sie als Zeichen des Glücks, Friedens und der Liebe in die ganze Welt zu verschicken. Der Brauch des Bastelns von den Kranichen ging wohl auf eine japanische Legende zurück. Wie war das nochmal? Bodo überlegte. Doch seine Gedanken wurden unterbrochen, denn die Gebilde flogen auf ein altes, verfallenes Gebäude am Ende der Wiese zu. Lebewesen aus gefaltenem Papier, dachte Bodo und schaute jetzt auf die andere Seite der Wiese. Dort befand sich eine türkisfarbene Windmühle. Die Windmühle auf der einen Seite und das Gebäude auf der anderen erweckten gleichfalls Bodos Neugierde. Er hatte das Gefühl, in beide Richtungen gehen zu wollen. Er entschied sich aber dafür, den Glückskranichen zu folgen und lief ihnen hinterher. Das Gebäude kam immer näher. Ja, es war wirklich so. Nicht nur Bodo bewegte sich auf das Gebäude zu, sondern das Gebäude bewegte sich auch auf Bodo zu. Und je näher es kam, umso schöner wurde es. Es wurde zu einem prunkvollen Schloss mit vielen Türmen und einer äußerst bunten Außenfassade. Bodo sah, wie sich im Schloss die Eingangspforte öffnete und wie in ihm die Origami-Gebilde hineinflogen. Er folgte ihnen in den Eingang und stand ihnen jetzt gegenüber. Sie hatten sich im Foyer auf ein Mauerstück niedergelassen, das den weiteren Zugang ins Innere des Gebäudes versperrte. Die Glückskraniche schauten ihn fröhlich an und sprachen zu ihm. Bodo verstand die Worte jedoch nicht und versuchte ihnen, das mithilfe seiner Gestik und Mimik mitzuteilen. Die Kraniche nickten mit ihren Köpfen und lösten dann ihren Falz auf, sodass sie wieder zu Papier wurden. Danach falteten sie sich selbst von neuem und aus dem Papier entstanden jetzt neue Formgebilde. Bodo staunte, denn es waren so viele verschiedene Formen, die ohne Schnitt und nur durch Falten möglich wurden. Bodo erinnerte sich an seine Kindheit. Er selbst konnte Schwalben, Schiffe und ein Himmel- und Hölle-Spiel aus Papier falten, doch zu mehr Formen hatte sein Talent nicht gereicht. Er hatte zwar auch einmal versucht, eine Papierrose zu basteln, aber schon nach kurzer Zeit verließ ihn die Geduld und er ließ von seinem Vorhaben ab. Die unzähligen Papiergebilde flogen jetzt in der Luft herum und sie reihten sich in eine Linie, in der Bodo ein Rätsel erkennen konnte. Die Formgebilde setzten sich zu Bildern und Buchstaben zusammen und Bodo las jetzt in der Reihe das Wort Herzwärme. Danach bildeten die Formgebilde einen Pfeil, der auf Bodos Herz gerichtet war. Bodo schaute auf seinen Körper hinab und er erkannte jetzt, dass der herzförmige Fleck auf seiner neuen Haut hell flimmerte. Hinter jenem Körperteil spürte er eine besonders starke Wärme und er sagte jetzt laut und deutlich das Wort Herzwärme. In diesem Moment bröckelte das Mauerstück vor ihm zusammen und hinter ihm kam ein Torbogen zum Vorschein.
Es war so, als hätte das Aussprechen jenes Wortes die Mauer zum Einstürzen gebracht. Hinter dem Torbogen befand sich ein großer Raum, in den jetzt die Formgebilde hineinflogen. Bodo verfolgte sie mit seinen Blicken, bis sie schließlich verschwanden, und dann überlegte er, ob er nun auch in jenen Raum hineingehen solle.